Die Regierung hat heute das neue Krisensicherheitsgesetz vorgestellt. Das soll dann im Frühjahr in die Begutachtung gehen und vom Parlament angenommen werden. Dieses Gesetz bringt einige Änderungen, unter anderem im Meldegesetz, um im Krisenfall dann auch über verschiedene Daten Personen ausfindig machen zu können. Auch fürs Bundesheer gibt es Änderungen, da dürfte es erweiterte Befugnisse geben. Und ganz besonders spannend, unter dem Innenministerium, das wir hinter uns sehen, wird in einer aktuellen Parkgarage das Bundeslagezentrum eingerichtet, kurz genannt der Bunker. Und dieses Zentrum soll vor allem dazu dienen, dass dort Synergien geschaffen werden und dass im Fall einer Krise eben die verschiedenen Akteure besser zusammenarbeiten, also vom Bund, von Ländern und auch von den Gemeinden. Außerdem wäre das dann auch so ein Ort, an dem zum Beispiel bei einem Blackout nie die Lichter ausgehen, weil es eben auch autark sein soll und in jeder Situation funktionieren. Spannendes Thema übrigens, wir erinnern uns vielleicht alle noch an das Jahr 2018, damals war der Roman Blackout von Marc Ellsberg in aller Munde und damals hat es auch geheißen, wir müssen unbedingt für ein mögliches Blackout Sicherheitsszenarien schaffen. Ein ganz wichtiges Stichwort damals waren die sogenannten Sicherheitsinseln. Das wären Standorte in der Stadt oder im Land verteilt, wo Menschen, die keine Möglichkeit haben, zum Beispiel an frisches Wasser zu kommen oder die nicht mehr heizen können, eben wegen einem Blackout oder aus anderen Gründen, wo sich die versorgen könnten. Und dieser Bunker unter dem Innenministerium, der sollte auch so eine Sicherheitsinsel sein. Dabei ist nicht ganz klar, ob der dann auch der Bevölkerung dient oder schließlich nur der Regierung. Die Kosten, die werden aktuell mit ungefähr 50 Millionen beziffert. Ursprünglich waren 30 dafür veranschlagt, aber durch die stark steigende Inflation hat man da ein bisschen nachgebessert. Baubeginn ist übrigens für Mitte nächstes Jahres geplant.